2080. Der Podcast. Eine Querschnittproduktion. Kapitel 7. Dunkel, Lichtblitze, die Welt dreht sich rasend um die eigene Achse und droht mich, der ich im Zentrum dieser wahnsinnigen Realität sitze, umzuwerfen. Ich weiß seit Tagen nicht mehr, ob ich schlafe, träume oder wach bin. Manchmal sind die Träume schlimmer, manchmal die Realität. Träume von unaussprechlichen Dingen und Begegnungen, von Reue und Scham, tiefer seelischer Verletzung und Hoffnungslosigkeit. Ich fühle mich wie ein Gestrandeter an einer felsigen Küste. Zerschlagen und mit gebrochener Seele liege ich nun in der Ecke eines Ortes, den ich vorher noch nie gesehen habe. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Überall um mich herum piepst es. Wie tausende Mäuse, die an Holz nagen. Vor meinen fantasierenden Augen werden sie zu schmutzigen Ratten, die mit ihrem stinkenden Fell an meiner Wange vorbeihuschen. Es stinkt nach Urin, Kot und Erbrochenem. Mir wird übel. Der Geruch sticht tief in meine Nase. Was ist hier los? Geht es wie ein schmerzender Blitz durch meinen Kopf. Für den Bruchteil einer Sekunde habe ich meinen Geist zurück. Dieses Gefühl der plötzlichen Klarheit ist mir nicht mehr fremd, erschreckt mich aber jedes Mal aufs Neue. In diesen Momenten bin ich wie nüchtern und habe Gedanken von unaussprechlicher Klarheit. Die Geschehnisse der letzten Zeit laufen vor meinem inneren Auge ab wie ein Film und immer wieder dieses grausame Lachen. Doch leider, aber auch zu meinem Glück, verweilen diese Bilder nie lange beim neuen Ulf. Ich fühle das Blut durch meine Adern fließen, wie Feuer fühlt es sich an. Meine Hände fahren schlagartig zu meinen Schläfen und halten sie fest. Bilder von einer eigenartig bunten Wohnung schießen in meinen Kopf hin und her. Eine Frau, mir unbekannt, streckt ihre Hand nach mir aus. Fünf! Bleiben Sie liegen! Kein Mucks! Im gleichen Moment verschwimmt das Bild und wird ersetzt durch Jennys lächelndes Gesicht. Wie früher. Was ist los, Ulf? Jenny, bist du das? Ich kann die kreisende Bewegung in meinem Kopf nicht mehr bremsen und den Reflex nicht mehr unterdrücken. Ich übergebe mich. Und wieder dieses grausame Lachen. Das Lachen eines Mannes. Als ich mich endlich beruhigt habe, versuche ich, meine rechte Hand von den Resten des Erbrochenen zu befreien. Mit der anderen Hand stütze ich mich auf den glitschigen, stinkenden Boden. Mein Kopf schmerzt. Gerade als ich dachte, dass ich raus bin, zieht es mich wieder rein. Ich denke, ich kann aufstehen, doch in eben diesem Moment durchschießt ein weiterer Blitz meinen Kopf. Ich falle hin. Das Bild meines Sohnes taucht vor meinen Augen auf. Ich fantasiere. Papa, was machst du denn da? Steh auf! Papa! Im gleichen Moment verschwindet Mike wieder. Im Hintergrund Schreie, Hilferufe. Ich kann das nicht! Betteln und wimmern. Ich kann das nicht tun! Manche so grausame Schreie lassen mich erschaudern. Und meine soeben entstandene Gänsehaut weicht einer überwältigenden und beängstigenden Hitzewelle. Ich kämpfe mit einem Gefühl der Ohnmacht. Hilflos und regungslos versuche ich nochmals auf die Beine zu kommen. Langsam öffne ich die Augen. Sie schmerzen, wie eigentlich alles in meinem Körper. Ulf Firm ringt mit sich und seinen Kräften. Langsam stütze ich mich ein weiteres Mal auf, versuche meinen Oberkörper zu drehen
um endlich den rettenden Holzstapel an der rechten Seite dieser Ecke zu erreichen. Ist er real oder nur ein Werk meiner Fantasie? Meine Finger greifen nach dem Holz. Steh auf, steh Wolf. Auf Wolf! Steh endlich auf! Mit Mühe und Not schaffe ich es, mich einige Zentimeter vom Boden abzuheben. Gerade als ich denke, stehen zu können, rutsche ich in einer Pfütze aus Erbrochenem aus. Wie komme ich hier wieder raus? Ich falle ein weiteres Mal. Ein harter Schlag trifft mich am Kopf. Alles um mich herum wird schwarz. Wie viel Zeit vergangen ist, weiß ich nicht. Als ich aufwache und die Mäuse abschütteln will, die über meinen Körper laufen und sich an meiner Kleidung zu schaffen machen. Mit einem Schlag entledige ich mich den restlichen Mäusen auf meinem Körper und stehe auf. Mein Kopf brummt immer noch wie verrückt, meine Beine schmerzen. Aber wenigstens stehe ich wieder auf meinen eigenen zwei Füßen. Die letzte Nacht hatte ich mehr mit Kriechen und Erbrechen verbracht, sodass diese leichte Nüchternheit mich wenigstens in Ansätzen beruhigt. Immer noch frage ich mich, was passiert ist. Ich schaue neben mich, die Absinthflasche vom Vorabend, an sie kann ich mich noch erinnern, und an eine Frau. Nein, 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 nein! Aber an mehr nicht mehr. Die Flasche liegt wie üblich bei modernem Glas, unbeschädigt neben mir. Wie sie heruntergefallen ist, weiß ich nicht mehr. Auch nicht, wie ich hier gelandet bin. All das gibt mir ein unbehagliches Gefühl von Unsicherheit. Diese dreckige Ecke mit siebenden Ratten und Resten, über die ich nicht mehr nachdenken will. Verdammt! Ich gehe den schmalen Gang, der von zwei hohen Mauern abgezäunt wird, auf das Licht zu. Autos sind zu hören, als ich meine Hände wie von selbst vor meine Augen legen, sodass das Licht mich nicht erblinden lässt. Wie glitzernde Diamanten sehen die vorbeisummelnden Autos aus. Humpelnd, müde und mit zuckenden Schmerzen am ganzen Körper, gehe ich Meter für Meter Richtung Straße. Nur noch ein kurzes Stück trennt mich von der Straße und damit vom Ausweg aus dieser stinkenden Gasse irgendwo in Ruhestadt. Ein Zucken zwingt mich ein weiteres Mal in die Knie. Eine Ewigkeit sitze ich auf meinen Knien gestützt auf dem Boden. Ich versuche mich weiterhin darauf zu konzentrieren, aufstehen zu können. Die schmalen, hohen Wände öffnen sich und eine Lichterflut scheint meine Augen zu zerreißen. Ich muss es schaffen. Ich muss. Die Welt dreht sich rasend um die eigene Achse und droht mich, der ich im Zentrum dieser wahnsinnigen machen wir es gleich nochmal. Werden sie zu schmutzigen Ratten, die mich mit ihrem stinkenden Fell nochmal von da an. Geht es mir wie ein schmerzender Blitz durch die Dinge nochmal. Nein! Nein! Dieses Gefühl der plötzliche Klarheit. Falsch geschrieben nochmal. Doch leid. Ja. Im gleichen Moment verschwimmt das Bild und wird es ersetzt durch, nochmal, da stotter ich, verweilen diese Bilder nie lange bei manches so grausame Schreie, aber an mehr nicht mehr, über die ich mich nicht mehr, was, über die ich nicht mehr nachdenken will, Resten, über die ich nicht mehr nachdenken will, das passt überhaupt nicht. Jeder weitere Augenblick versucht mich auf das Aufstehen zu konzentrieren, ein Satz, der nicht funktioniert, wenn man ihn so liest. Die schmalen, hohen Wände öffnen sich und eine Lichter... Öffnen, danke. Jenny, ich kann dich nicht hören. Ja, doch, hören kann ich dich, ja, sonst würde ich ja nicht... Ich kann das nicht. 2080, jetzt auch online. Unter www.2080online.de. Viel Spaß damit, euer Mike.